Hallo, hier ist Clara. Heute geht es um das Muster. Sehr einfaches Muster und sehr schön. Sieht das aus? Das ist die Rückreihe. So sieht das aus. Das Muster besteht nur aus 4 Reihen, obwohl, wie Sie sehen, dass es versetzt wird hier. So schräg geht das Muster, aber trotzdem nur 4 Reihen, also für Anfänger sehr geeignet. Das dehnt sich sehr toll, kann man sagen, dass also bündchenmäßig und so tolle viereckige wie Waffel sieht es aus. Ich habe es schon gesagt, in die Höhe sind das 4 Reihen. Und der Rapport besteht aus 4 Maschen und plus 2 Randmaschen. Bevor wir das Muster anfangen, da kommt eine Reihe, die später sich nicht wiederholt. Und zwar, sie schlagen die Maschen an und dann stricken sie eine Reihe, eine Masche links, eine rechts, eine links, eine rechts. Und so bitte die ganze Reihe, das ist die Vorbereitungsreihe. Wir fangen an jetzt mit Reihe 1. Reihe 1, Randmasche abheben. Dann kommt eine Masche links. Und dann machen wir einen Umschlag und diesmal von unten. Und dann die nächste 3 Maschen, eine Masche rechts. Eine Masche links und noch eine Masche rechts. Wir gehen zurück zu dem Umschlag und den Umschlag ziehen wir über die 3 Maschen, die wir gerade abgestrickt haben. So, das ist der Rapport. Wir wiederholen. Eine Masche links, ein Umschlag von unten und dann die 3 Maschen abstricken, eine rechts, eine links und eine rechts. Wir gehen zurück zu dem Umschlag, setzen ihn auf die Nadel und ziehen ihn über die 3 abgestrickte Maschen. So, und dann entsteht hier so ein Bündchen, so ein querliegender Faden und oben die 3 Maschen. Wir wiederholen, eine Masche links, Umschlag von unten, eine rechts, eine links, eine rechts und wir gehen zurück zu dem Umschlag. Wir nehmen den Umschlag und ziehen ihn über die 3 Maschen über. Nochmal eine Masche links, Umschlag, eine rechts, eine links. Eine rechts und zurück zu dem Umschlag. Den Umschlag nehmen wir auf die linke Nadel und ziehen die über die 3 abgestrickte Maschen. Wiederholen. Nochmal Umschlag, rechts, links, rechts und dann gehen wir zurück und ziehen den Umschlag über die 3 Maschen. So, und dann haben wir nur die Randmasche, die stricken wir links ab. Und so sieht es aus. Das war die Reihe 1. Wir wenden.
Sieht auch nicht schlecht aus. Wir sind in der Reihe 2 und wir haben hier so die Randmasche abheben und dann haben wir so ein Bündchen aus Maschen. Wegen der Querliegende kann man das nicht so gut sehen, aber wir sollen eigentlich die Maschen so abstricken, wie sie erscheinen. Und sie erscheinen so, erste abheben und dann erscheinen sie eine Masche links, eine rechts, eine links und so weiter. Hier ist eine rechts, dann kommt eine links, eine rechts, eine links und so die ganze Reihe. Also die rechte werden rechts abgestrickt und die linke links. Also wir alle kennen das, ein Bündchenmuster, eine rechts und eine links und so bitte die ganze Reihe. Das war die Reihe 2, sind wir fertig und wir sind in der Reihe 3 und schon in der Reihe 3 versetzen wir das Muster, damit hier so schöne schräge Muster, Randmasche abheben und schauen Sie, visuell kann man das sehr gut erkennen. Hier ist der querliegende Faden aus 3 Maschen. Sehen Sie, hier ist er. Und hier sind hier eine von dem Bündchen, dann kommt die linke Masche und die nächste von dem anderen Dreierbündchen. Und sie werden jetzt diesmal genauso im Bund gemacht wie auch in der ersten Reihe. Also schauen Sie bitte zuerst abheben, dann haben wir eine Masche links, so wie sie auch aussieht, und dann eine Masche rechts. So. Und jetzt fängt der Rapport an, indem wir eine Masche links stricken. Dann machen wir einen Umschlag und hier sind die 3 Maschen, die im Spiel sind. Von dem Dreier eine, dann eine mittlere und von dem linken Dreier eine. Also die stricken wir eine rechts, eine links und eine rechts, wie auch vorher, und gehen zurück zu dem Umschlag. Hier ist er, den Umschlag. Nehmen wir auf die linke Nadel so, und ziehen über die 3 Maschen über. Da muss man ein bisschen Erfahrung sammeln, das geht aber. So, das war der Rapport und wir wiederholen. Und gleichzeitig können Sie sehen, hier die querliegende ist weit weg, das heißt, gegenüber soll eine kommen. Das ist so ein Merkmal. Wir wiederholen. Eine Masche links. Ein Umschlag. Und dann die 3 Maschen. Eine rechts, eine links und eine rechts. So. Wir gehen zurück zu dem Umschlag. Er liegt ein bisschen so seitlich, dass man ihn nicht so bequem, aber und ziehen über die 3 Maschen. Wir haben fertig, noch ein Rapport, eine Masche links, Umschlag, eine rechts, eine links und eine rechts und zurück zu dem Umschlag. Hier ist er, wir nehmen ihn und ziehen über die 3 Maschen. Wiederholen. Umschlag. Nee, eine links, dann Umschlag, dann eine rechts, eine links, eine rechts und zurück zu dem Umschlag. Hier ist er. Wir ziehen ihn über die 3 abgestrickte Maschen und fallen lassen.
Wiederholen, eine links, Umschlag, eine rechts, eine links und eine rechts und zurück zu dem Umschlag. Hier ist er. Und über die drei Maschen überziehen. Und dann bleiben noch zwei Maschen und eine Randmasche. Die zwei Maschen reichen nicht für den Rapport. Das heißt, wir stricken die so, wie sie aussehen. Und sehen Sie, eine links und eine rechts. Und dann kommt die Randmasche links. Das war die Reihe 3. Und so sieht das aus. Wir sind in der Reihe 4 an der Rückreihe. Und das ist die letzte Reihe. Und die Rückreihe stricken wir immer so, wie die Maschen aussehen. Wenn Sie an der ersten Masche nicht so gut erkennen können, an der zweiten Masche kann man sehr gut sehen, dass sie die rechte ist. Das heißt, wir fangen an mit einer links, einer rechts und dann wiederholt es sich die ganze Zeit. Eine Masche links, eine rechts, eine links Masche, eine rechts. Und so weiter, eine links, eine rechts, eine links. Und so eine nach der anderen Masche, die ganze Reihe, die Rückreihe. So, da wo die rechte rechts, wo die linke liegt, links abstricken, bitte die ganze Reihe. Die Randmasche wird immer links gestrickt und so haben wir den Rapport fertig. Ich zeige es nochmal. Schauen Sie, das dehnt sich richtig, also nicht schlecht. Wie Sie gesehen haben, ganz leicht zu merken. Und für viele Sachen kann man das anwenden. Ich habe auch schon angefangen, in Runden das zu üben. Und das klappt auch. So sieht es aus. Aber ein paar Reihen muss ich noch, ein paar Runden muss ich noch stricken. Und dann in den nächsten Tagen, vielleicht auch morgen, mache ich auch das Video in Runden von dem gleichen Muster. Das gleiche Muster. So, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles, alles Gute für Sie. Schöne sonnige Tage weiter. Genießen Sie das Wetter und bis zum nächsten Mal.